So, bevor ich heute die Aufnahme starte, ja, ich weiß, ich soll mich doch um meine Community kümmern, mache ich doch. Ihr wolltet ja immer wieder mehr Folgen haben und so weiter, und ich kann euren Ruf einfach verstehen und bitteschön, hier habt ihr das mehr, zumindest einen Teil davon. Sorry, aber den konnte ich mir nicht verkneifen. So, ich dann mal ganz schnell die Musik. Und ich würde sagen, Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Deck World 2. Ja, ich habe ein bisschen länger nicht mehr aufgenommen. Hatte irgendwie Zeit, diesmal hatte ich schon, bloß mir hat einfach die Motivation gefehlt. Könnte vielleicht zum einen daran liegen, dass ich wirklich momentan null Ahnung habe, was ich machen soll. Also, ich würde mich auf jeden Fall schon mal freuen, wenn da so ein paar Leute mir mal was reinschreiben könnten, was ich mal in Angriff nehmen könnte. Ich glaube, die aktiven Zuschauer wissen, wie momentan mein Stand von den Ressourcen ist und so weiter. Oh, ein bisschen Tin nehme ich mal mit. Das ist es wieder. Ich kann es nicht 2 Sekunden alleine lassen, ohne dass ich irgendwas mitschnappe. Ja, aber war ich auf jeden Fall dran. Ah ja, auf jeden Fall, ich würde mich echt mal freuen, wenn mal jemand reinschreiben könnte, was ich mir mal so aufbauen sollte, weil, wie gesagt, mir fehlt wirklich momentan jegliche Idee. Hier auch noch schön die Sachen aus dem Livestream. Da werde ich jetzt mal ganz schnell überlegen, was ich überhaupt gemacht habe. Ich weiß es gar nicht mehr so richtig. Ah ja, ist schon etwas länger her. Also, ich habe auf jeden Fall hier jetzt mal ein bisschen bearbeitet. Hier haben wir jetzt eine Diamond Gearbox noch reingeklatscht. Halt, damit das Ganze jetzt noch schneller arbeitet. Aber gerade was da. Ja. Boah, das ist laut. Ich schmeiß mal rein und ihr seht, das geht ab wie. Jetzt im Ernst, das geht ab wie Schmitzkatz. Ah, ich habe ja auch noch neues Yeast gebraucht. Da war ja was. Okay. So, ich tue mal gerne den Leiter weg. Dann ernte ich mal ganz schnell mal Zuckerrohr. Weil dann können wir schon mal direkt ein neues machen. Da sieht man auch wieder richtig schön. Wie heißt es? Also heute habe ich es wieder mit der Sprache, das merkt ihr schon. Hier vom Grinder. Da Netherrack, der das Ganze betreibt, die Steam Engines. Ich finde das richtig cool eigentlich so, muss ich sagen. Ich habe gedacht, das würde beschissen aussehen. Aua! War das so? Jawohl. So, was haben wir noch gemacht? Also, das ist schon bald fertig. Was wir noch gemacht haben, wir haben da drüben eine kleine Anlage aufgebaut. Und zwar haben wir uns endlich mal hier vorgenommen, die Rubber-Zip-Dings hier ein bisschen zu automatisieren. Die haben auf jeden Fall da von einem Planter nachgepflanzt. Die haben hier beide ein Quarz-Upgrade. Aua. Der Sludge geht dann hier rüber in den Sludge-Boiler. Der hat jetzt auch schon einiges produziert. Wow. Dry Dirt, Clay, Pile of Ashes. Ja, lassen wir mal weiterlaufen. Mal schauen, was danach kommt. Aua. Und das Ganze wird dann hier verarbeitet. Hier kommt das Holz rein. Haben wir schon einiges an Charcoal und hier der Rubber. Gut, und ich glaube, das war es dann auch schon so weit vom Livestream. Bin mir gar nicht mehr so sicher. Direkt danach habe ich eigentlich nur noch was Attack of the B-Team gestreamt. Hatte ich mal Lust drauf. Wollte da mal eine Rakete fertig machen. Und ja. So, ich wollte mal ganz schnell unten schauen, was da noch so zusammengekommen ist. Habe ich gar nicht mehr wirklich im Kopf. Ja. Kannst auch langsam mitleben. Tanzanit, Topaz, Ruby, Malachit. Ja. Kannst nicht schmeckern. Ach, ich habe da noch hier, glaube ich, die. Ach, ich habe die schon rausgerannt. Okay. Ihr seht schon, ich bin wieder top vorbereitet. Tun wir die Horse Armors mal da rein und das Ammoniumchlorid. Weil wer weiß, was man es brauchen kann. So, ja. Also für eine Folge reicht das auf jeden Fall noch nicht. Also wir haben gerade noch nicht mal 5 Minuten rum. Ach, du Heilige. Wieso kommt hier Sand an? Ich frage jetzt gar nicht. Dann tun wir schon mal die Vorräte raus. Die Bienen können wir eigentlich irgendwann auch mal raussortieren, die brauchen wir nicht. Mal überlegen, was kann man tun, was kann man tun, was kann man tun, tun, tun. Hm.
ich glaube, wir könnten nochmal eine kleinere Energieversorgung in Angriff nehmen. Ich muss mal schauen, ich hatte ja noch zwei reusable Safari-Netze. Wo habe ich die hingepackt? Habe ich die hier dran? Nein. Safari, da ist der Enderman drin. Viele Gastränen haben wir. Ja, komm, dann gönnen wir uns mal zwei. Und machen uns dann mal nochmal zwei Safari-Netze. Enderperlen haben wir ja noch genug. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, nein. Das war jetzt sowas von klar, dass ich sowas Billiges reinfalle. Wie sieht das hier aus? Ja. Ah, komm, passt noch. So, und zwar wollen wir uns heute mal um eine etwas bekloppte Energieversorgung kümmern. Also zwei. Ja. Und zwar brauchen wir erstmal den Treibstoff und den müssen wir uns einfangen. Ich glaube, die ersten werden jetzt schon anfangen, blöd zu gucken. Nee, da haben wir keine Energieversorgung. Ah, aber ich weiß, dass die hier ziemlich nah ist. Also ich habe sie schon gefunden. Schafe. Einmal. Na. So, und zweimal. Die Energieversorgung ist hier mal gesichert. So, was wir jetzt noch brauchen, ist einfach eine Menge Zäune und ein bisschen Farbe und einen Rancher. Und die Generator natürlich. Ich glaube, die ersten wissen jetzt schon, worum es geht. Ich glaube, das baue ich schon hier hin. Und werden sich denken, oh nein, das darf jetzt nicht dein Ernst sein. Oh doch, das ist mein Ernst. Was wir brauchen, haben wir hier Fences? Nein, aber Oko, das haben wir auch hier. Mach ich einfach mal so ein paar Sticks. So. Zwei Sticks Zäune, das reicht locker. Oh Leute, freut euch hier drauf, das wird so retarded, finde ich. Machen wir hier ein Gehege hin. Erde ist noch genug dann dafür die Schafe. Na. Doof. Nein, mal habe ich nicht noch irgendwie eine Axt. Aber das hätte schief gehen können. Ach stimmt, gleich war ich so gierig, schon eine Tier-Axt gemacht. So, das Gehege ist soweit schon fertig. Ich brauche auf jeden Fall dann noch einen Rancher. Ich glaube, das mache ich dann doch kleiner. Das ist ja schon übertrieben für die Schafe. Wir wollen ja hier Peter-konform sein und einfach nur die Hälfte machen. Sollten jetzt hier Mitglieder der Peter zuschauen, war nur ein Witz. Ein schlechter Witz. So. Ich glaube, dann entfesselst du Avenger auch komplett. Dann haben wir hier nur sowas Platz für was anderes. Keine Ahnung, was. Gut, dann stecken wir da die Schafe rein. Eins. Und zwei. Ja, das ist eine Erde, das muss so sein. So, nicht anders. Legen wir uns mal ganz schnell etwas schlafen. Boah, da fällt mir auch wieder so eine schöne Story jetzt im Schlafen. Bin heute Morgen einfach gemütlich aufgewacht. Denke nur, ja, nichts Böses. Ziehst die Rollleiter hoch und was siehst du? Alles ist weiß. Ich denke nur, jopp. Das erklärt, warum es die letzten Tage so kalt war. Habe ich echt erstmal nicht schlecht geguckt, als ich das so gesehen habe. Kann ich Lemon Rot rein? Natürlich nicht. Tun wir die Safari-Netze mal weg. Die tollen Handbücher können auch hier rein. Aber jetzt so genügend. Und wie gesagt, brauchen wir jetzt einen Rancher. Wir brauchen für den Rancher nicht wirklich viel. Zwei Scheren. Einen Maschinenframe.
Eine wird so ein Reception Coil. Haben wir dann schon alles? Wir brauchen noch Plastic Sheets. Ah, das ist kein Problem. Wir haben ja jetzt drüben genug, aber. Das könnte ich eigentlich auch nochmal versuchen zu automatisieren. Dass einfach nur die Hälfte da bleibt und die Hälfte rüber geht. Und was Schönes drin. Ja, ja, ist ja gut, ich schau ja schon ab. Keiner mag mich. So, ich habe auch noch wirklich so vielleicht schon mal ein paar Modpacks angeschaut, die ich vielleicht nach Attack of the B-Team sage ich schon. Nach. Ja, jetzt kommt wieder mein Alzheimer-Gedächtnis. Ich kenn's. Mich feiert es wieder ab. Nach Tekfel 2, meine Güte, anzocken könnte. Und so ein paar Gedanken sind mir schon gekommen. Es wird auf jeden Fall erstmal ein Let's Play geben. Das steht schon fest. Das ist schon soweit. Nein. Soweit schon abgesprochen. So, damit ist das mal fertig. Wir brauchen dann. Moment, ich werde jetzt erstmal zu Ende sprechen. Also, grundlegend ist es schon soweit abgesprochen, was danach kommt. Da dürfte jetzt vielleicht auch schon die ersten kommen. Okay, da habe ich was gehört. Ja, okay, nee, das kann ja gar nicht sein. Das kommt ja noch. Hehe. So, das ist mal der wichtigste Bestandteil hier. Pink Dye. Und ich glaube, jetzt wissen schon die ersten, was ich machen möchte. Wenn nicht, dann lasst euch überraschen. Wir nehmen noch hier einen Pink Generator. Den lese ich mal ganz kurz vor. Generates F using the power of love. Pink Dye or anything that uses Pink Dye in its crafting recipe can be used to generate power. Also übersetzt, wir machen Energie aus Liebe. Und pinker Farbe. Oder alles andere, was aus pinker Farbe gemacht wird. Dafür bräuchten wir mal was Wolle. Wolle haben wir nicht. Ja. Wir haben bestimmt noch Strings, ja. Ja, das reicht. Das reicht schon mal für zwei. Nee, sogar drei Generatoren. Wir brauchen dann drei Furnace. Survival is Genem. 1, 2, 3. Drei Furnace. 1, 2, 3. Und jetzt heißt es The Power of Love. 1, 2, 3. Oh Leute, das wird so retardet, das sage ich euch. Wir brauchen natürlich aber noch ein paar Item Ducks und ein paar Hardened Energy Conduits. Wir wollen das Ganze ja auch überliefern. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade wieder ein bisschen zu leise spreche. Ich fühle mich irgendwie so für mich an, sage ich mal. Dann packen wir hier den Ranger hin. Und hier oben drauf, ich bin ja nicht blöd. Ja, da kommst du mal an. Nix. Das ist mir zu gefährlich. Hier den Ranger. Und dann müssen wir das Ganze nur noch an der Energieversorgung im Haus anstecken. Da wollte ich dann einfach mal gerade hier so entlang gehen. Mal schauen, ob wir da was Gutes finden. Eine gute Position. Doof. Ich warte mal, ich glaube, wenn ich jetzt hier so reingehe. Ja, das war zu früh. Hier reingehen würde. Oh. Ja, ich würde sagen, Energieversorgung von. So, ich bin aber nicht auf den Kopf gefallen. Ich stecke das jetzt bestimmt nicht an den Venture an. Ja. Lol. Ich spring da bestimmt nicht runter, da könnt ihr vergessen. Stromkabel. Und das Ganze ist dann schon so weit fertig. Ah, mit der Zeit kommen wir sogar perfekt hin, finde ich. So, was wir jetzt noch machen müssen, was ganz wichtig ist, wir müssen unsere lieben Freunde, die Schafe, etwas umfärben. Die haben sich auch ein farbliches Design verdient. Irgendwie kommt es mir echt so vor, als würde ich gerade ein bisschen zu leise reden. Würde mich freuen, wenn wir uns mal ganz in der
ja, der Aufnahme na, hinterher sagen könntet. Oder generell irgendwie fühlt sich das nicht so, naja, richtig an, wie ich gerade am Sprechen bin, sag ich mal. So, da haben wir jetzt alles. Halt, 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 halt. Wir haben aber vergessen. Oder ich. Und dann Servo. Boah, das wollte ich eigentlich schon immer mal gemacht haben im Let's Play. Rancher hat den Output wo? Ist das. Kann man das einfach so rauspumpen? Das wäre cool. Nein, das wollte ich dann doch ein bisschen anders machen. Doof, doof. Doof, der da rein. Wo kann man... Ach, ist ja jetzt auch egal. Machen wir auf jeden Fall den Redstone Control aus. Und ich würde sagen, it's time for the power of love. Die wurden jetzt geschnitten und dann sollte hier die pinke Wolle hier reingelangen. Seht ihr? Hier wird schon Energie produziert. So, mit zwei Schafen kommen wir aber natürlich nicht sehr weit. Das heißt, jetzt heißt es erstmal schön für die Schafe Fiki Fiki machen. Also, wir holen jetzt mal ein bisschen Weizen und eine Fluppe für hinterher. Ihr kennt das ja, ich glaube, das muss ich nicht erklären. Und wenn doch, dann dürft ihr jetzt alle mal rübergehen zum Trivolo oder zum Sweetiger, die erklären euch das ganz gerne. Ich glaube, der Sweetiger besonders, so wie ich ihn kenne. So, Weizen. Na? Ich glaube, zum Weizen wollte ich mir auch mal so einen ordentlichen Farmtower machen. So. Für die, na. Ah, lol. Hab ich Partikel aus? Gut, auf jeden Fall. Die muss ich jetzt echt noch was vermehren. Ich würde sagen, das seht ihr aber, was daraus geworden ist in der nächsten Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Na, geht so hier rüber? Muss geschoren werden. Das wird, ah. Neue Energie. Und ich würde sagen, ja, geht's schon wieder? Nö. Gut, ich würde sagen, ihr seht, was hier raus geworden ist. Beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.